Sein erstes Startup 2007 gegründet, Gründerpreis des Wirtschaftsministeriums gleich gewonnen und dann auch gleich weitergemacht, ist Regionalvertreter im Bundesverband der deutschen Startups und Geschäftsführer und Gründer von AboAlarm. AboAlarm GmbH, meine Damen und Herren, hier ist Dr. Bernd Strom van Gravesande. Fast, vielen Dank. Was war falsch? Storm statt Strom. Storm, Entschuldigung. Mal. Ich bin so auf Strom hier geeicht, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Jetzt auch. Wunderbar. Entschuldigen Sie vielmals. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier den Bundesverband vorstellen darf. Wie einleitend schon dargestellt, bin ich hauptberuflich Gründer und Geschäftsführer von AboAlarm und ehrenamtlich regionaler Vertreter des Bundesverbands. Ich möchte auch in einem ersten Schritt den Mehrwert und auch die Bereiche, die Aufgaben des Bundesverbands aus der Sicht von mir, die ich als Gründer von AboAlarm hatte, mal darstellen. Und zwar für die, die AboAlarm nicht kennen, wir sind ein Dienst für Verbraucher, die das Kündigen von Laufzeitverträgen einfacher machen. Das heißt Sky-Abos, Maxdome-Abos, Handyverträge und so weiter und so fort. Also vielleicht fühlen sich der ein oder andere angesprochen. Und wir sind für den Verbraucher richtig nützlich und darum geht es ja, nützlich zu sein. Und die Anbieter, die hassen uns manchmal. Und der erste Berührungspunkt, den ich mit dem Bundesverband hatte, war, dass einer der großen vier Mobilfunkanbieter uns versucht hatte, unser Geschäft zu unterbinden. Sie haben an ihren Kunden gesagt, was AboAlarm macht, das ist ungültig, das ist sogar Rechts, das ist Unterschriftenfälschung und alles Mögliche. Haben gesagt, okay, das können wir uns nicht bieten lassen. Aber so gegen einen Großen zu klagen, ist schon hart. Aber wir haben es dann gemacht und der Bundesverband hat uns noch Kontakte gegeben zum Verbraucherschutz, Verbraucherzentralen, sodass wir genug Futter hatten, hier gegenzuhalten. Und im Endeffekt haben die dann klein beigeben müssen und wir hatten gewonnen und konnten weiter brav kündigen. Ja, das war der erste Kontakt. Also das Netzwerk des Bundesverbands hat uns da sehr weitergeholfen. Der zweite Berührungspunkt, da konnte es nicht helfen, aber da wollen wir eben sehr aktiv sein, ist, dass ich hatte einen Praktikanten, top ausgebildet von der TU München. Ich hätte ihn am liebsten gleich eingestellt und ich sagte dann, ja, willst du bei uns anfangen? Sagte, nee, eigentlich nicht. Ich möchte zu Siemens gehen. Das ist was Richtiges, das ist was Gescheites und mein Vater war da auch. Und nichts gegen Siemens oder BMW oder Allianz und wie sie alle heißen, top Arbeitgeber, aber für viele Absolventen ist das Thema Startup oder bei einem kleinen Unternehmen zu arbeiten, es ist gar nicht existent. Die entscheiden zwischen großen Unternehmen, zwischen Beratung und so weiter, aber das Thema Startup als Arbeitgeber oder als Einstieg ist noch nicht so präsent und das ist auch die Aufgabe des Bundesverbands, dass wir hier bestimmte Möglichkeiten aufzeigen. Ich sage nicht, dass es immer der richtige Weg sein muss für jeden Einzelnen, aber es ist ein möglicher und zumindest das sollte klar sein. Und das dritte Beispiel, wo ich Unterstützung bekommen hatte, war, dass wir arbeiten mit sehr vielen Entwicklern weltweit zusammen. Das heißt, wir haben Entwickler in Moskau, in Mexiko und eben auch einen Serben. Und der Serbe ist top. Er sagt, willst du zu uns nach München kommen? Du bekommst gut bezahlt. Und er sagt, ja, sofort. Ja? Das einzige Problem war, er hatte nicht Informatik studiert, aber er ist ein Top-Entwickler. Er hatte Medizin studiert und das dann sich selber beigebracht. Und dadurch, dass er das Falsche sozusagen studiert hat, hat er nicht dieses Visum oder die Aufenthaltsgenehmigung und die Arbeitsbewilligung bekommen, die es eben gebraucht hätte. Und allein dieser Prozess, das zu verstehen, was möglich ist und was nicht möglich ist, wen ich einstellen kann, wen nicht, also da einen kurzen Draht zu haben zu Leuten, die sich damit auskennen und die findet man im Bundesverband, das ist Gold wert für einen Gründer, der sich eigentlich nur ums Produkt, um die Kunden kümmern muss. Also waren jetzt so drei Aspekte, wie man mit dem Bundesverband in Berührung kommt, wenn man hier Mitglied ist. Man kann es vielleicht mal zusammenfassen unter Öffentlichkeitsarbeit, Politik und Netzwerk. Öffentlichkeitsarbeit ist einfach so, dass wir das Thema Startup in die Medien bringen. Sie haben vielleicht von der Rösler-Reise letztes Jahr in Silicon Valley mitbekommen. Das war auch eine Initiative von uns, hat uns sehr viel Aufmerksamkeit, nicht nur positive, aber das Wichtige ist Aufmerksamkeit gebracht. Und darüber hinaus bringen wir auch jedes Jahr eine Studie raus, sagen, wie viele Arbeitsplätze entstehen in Startups, wie ticken die, wen brauchen diese Startups. Das ist so dieser Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Politik. Wir haben auch ganz klar eine Agenda, was wir erreichen wollen im Bereich Steuerrecht, im Bereich Kapitalmarkt. Uns schwebt da so etwas wie ein neuer, reiferer, neuer Markt vor in der langen Frist. Also es ist natürlich noch ein langer Weg. Also gibt es auf jeden Fall sehr unterschiedliche politische Positionen, die wir
vertreten und für die wir uns einsetzen. Und das Dritte, natürlich wichtig im Alltag, ist das Netzwerken. Dass wir bringen einfach zum einen die Startups untereinander zusammen, wir bringen die Studenten zu den Startups und natürlich auch und etablierte Unternehmen wie Sie ermöglichen wir einen strukturierten, direkten Zugang zu den richtigen Unternehmen oder Startups, die für Sie relevant sein können. Was wir in München machen, ist Folgendes. Wir sind eigentlich selber noch ein Startup als Verband. Also den gibt es auch erst 2 Jahre. Und wie alles so schön, ist es sehr Berlin-lastig gewesen anfangs. Ja? Also Bundesverband hieß es, aber aktiv waren sie nur in Berlin. Und das hat sich jetzt geändert. Also wir sind jetzt auch seit einem halben Jahr hier in München aktiv, in Bayern aktiv, in Hamburg haben sich Gruppen gebildet. Und sodass wir versuchen eben, über deutschlandweit hier die Bedürfnisse Startups abzudecken. Wir wachsen monatlich kommen neue Mitglieder dazu und wir können Ihnen jetzt eigentlich auch anbieten oder ich kann Ihnen anbieten, wenn Sie fragen, was tun, was kann ich für Sie tun? Ich kann Ihnen einen Überblick über die Startups verschaffen, die bei uns Mitglied sind und Ihnen den direkten Draht zu den herstellen. Das ist das eine. Und gefrühstückt wird gerne, hatte ich gehört. Ja. Wir frühstücken auch, wir machen das aber nur alle 2 Monate. Nennen das dann das Gründer-Weißwurst-Frühstück. Da kommen dann Leute von Christian Ude bis zum Gründer von der Scout-Gruppe, die eben auch so mitreißen sollen. Das sind dann nicht nur Gründer selber, sondern auch Gründungsinteressierte. Aber eben sollten auch Leute wie Sie dabei sein, die sich mit den Gründern auseinandersetzen wollen und in Austausch kommen sollen. Wir planen noch viel mehr Aktivitäten. Was mir noch persönlich ganz wichtig ist, dass zu viele Gründungen meiner Meinung nach von BWLern oder von Marketingleuten durchgeführt werden. Unsere Aufgabe ist gerade in München, wo wir so tolle technische Universitäten haben, auch die Techniker unter uns dazu bewegen, eher mal zu gründen. Ja? Das ist so mein persönliches Anliegen. Ja, also kommen Sie auf mich zu, schauen Sie auf der Webseite von deutschestartups.org, welche Startups für Sie von Interesse sein könnten und so können wir in Dialog treten. Vielen Dank. Fragen, den Dialog vielleicht gleich beginnen? Nein? Ja, oder vielleicht noch ein bisschen nach dem Mittagessen satt? Nein? Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke auch.